Hallo Leute, willkommen bei Yara haut ab, der Sims 4 Runaway Toddler Challenge. Dies ist Teil 14. Yara ist schon sehr früh aufgewacht, weil sie unbedingt auf die Toilette musste und hier sind jetzt plötzlich ganz viele Leute und auch neue Kinder sind entstanden. Und ich denke mal, sie könnte jetzt vor allem mal jemanden bitten, das zu reparieren. Mal gucken. Ja, es sind ja jetzt so viele Leute da, da müsste sie doch eigentlich jemand finden. Und das hier sind die, ja, die vorher Kinder waren. Ja, frag doch mal die Anne Förster, ob die das macht. Oh, Yara macht eine Phase durch. Sie hat ein Krafttier gefunden. Yara will nur noch ihr Bärenkostüm anziehen. Okay. Das gucken wir uns mal genauer an. Naja, der Ananasbär, warum nicht? Da machen wir doch gleich mal einen Screenshot von. Das geht ja gleich gut los. Dieser Sonntag. Okay. Naja. Ich glaube, sie wird unglücklich, wenn ich sie zwinge, was anderes anzuziehen. Dann lassen wir sie ihr Bärenkostüm anhaben. Ja, jetzt freut sie sich. Das ist doch gut. Und ob sie als Bär auch essen kann? Ja, immerhin. Schnapp dir das schnell. Es ist nämlich nur noch eine Stunde gut. Ja, ein schicker Teenager ist sie geworden. Wann wird eigentlich die Yara Teenager? Noch 2 Tage. Okay. Und also das sind dann wahrscheinlich noch 3 Tage, bis sie dann tatsächlich ein Teenager ist. Weil irgendwie der Tag 0 zählt auch immer. Ja, na, das schafft sie dann bald. Und ich könnte mal wieder Frösche züchten, damit sie da auch ordentlich Geld macht. So. Ich hoffe, ich denke da jetzt öfters mal dran. Die Hausaufgaben hat sie gemacht, das ist gut. Ja, und sie kann auch eine 1er Grundschülerin noch werden. Das kann sie schaffen in den 2 Tagen. Ja, ja doch, weil heute ist Sonntag, aber morgen ist ja wieder Montag. Und schmeckt's dir, kleiner Bär? Das finde ich schon lustig. Ich hatte, glaube ich, noch nie ein Kind, das die Bärenphase hatte. Alle möglichen nervigen Phasen, aber die Bärenphase hatte ich noch nie. Aber ich habe die schon bei anderen gesehen. So. Und das ist Max Hermanns. Ein mir unbekanntes Kind. Aber die wurden bestimmt alle neu vom Spiel erschaffen, damit die hier auf den Spielplätzen rumtoben. Und das ist... Ja, hau doch nicht ab. Sieht ganz ähnlich aus. Hat, stopp. Brigitte Bieder. Okay, gut. Ja, eigentlich möchte ich mit Yara heute auf den anderen Spielplatz gehen. Und... Sie möchte Weltraumfahrerin spielen. Bärenweltraumfahrerin. Ja, verständlich. Und ich will sie auch noch mal eine Runde Sachen suchen lassen, damit sie Geld verdienen kann. Denn wenn sie dann bald Teenie ist, dann geht's ja darum, sich ein Haus zu bauen. Ein Bett, ein Klo und alles, was dazugehört. Ja, was überlegst du? Ja, wenn du so unentschlossen bist, meine Liebe, dann könnte ich dich jetzt auch gleich mal auf Tour schicken. So. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, oh ja. Gehst du einfach erstmal dahin und gräbst die Steine aus. So. Hier. Und gibt es da nicht noch mehr Steine? Nein. Aber hier gibt es einen Stein. So. Ja, und später kann man da schöne Pflanzen ernten. Das ist ganz praktisch. Ich habe hier schon die Steinzeit-Challenge gespielt
Und daher weiß ich, wo hier die Steine sind. Die sind immer wieder an den gleichen Stellen. Dann suchst du hier nach einem weggeworfenen Spielzeug. Und jetzt ist es schon voll. Das macht sehr lustige Geschichte anhören. Das ist natürlich gut. Ich schicke dich jetzt aber trotzdem mal los, damit wir hier zur Potte kommen. Aha, und was? In eine Phase eintreten. Ja, ich dachte, du bist schon in der Phase. Gut, hier gibt's was. Okay. Dann lasse ich sie. Uiuiui, sie ist aber richtig schnell. Sie ist schneller als ich. Muss aber unglaublich flitzen. So, hier graben. Ja, ein Void-Kreatur Booster Pack. Da hatte ich noch nie was Wertvolles drin in diesen Void-Kreatur Booster Packs. So, hier. Da nach Spielzeug suchen. So. Ich glaube, das war's dann auch. Und dann gehst du hier hin, den Park besuchen. Willst du jemanden mitnehmen? Nö, du kannst ruhig allein gehen und da hoffen wir, dass viele andere kommen. Und jetzt rennen wir einfach mal mit dir mit. So. Ist auch lustig, sie kann da jetzt den halben Tag dran vorbeilaufen an dem Park. Und muss dann aber eine Reise antreten, um ihn wirklich zu besuchen. Naja, so ist halt Sims 4. Und da ist der Stein. Sehr schön. Ob ich inzwischen noch einen Frosch züchten kann? Jawohl. Und? Ah, bestimmt wieder eine Kiste. Jawohl. Naja, die bringen dann 75 Simoleons. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ich meine, sie kann sich da einen Tageslohn zusammensammeln. Da können die meisten Menschen selbst mit einem guten Job nur von träumen. Das können wir ja mal sehen. Jetzt hat sie 2945. Ich hoffe, ich merke mir das. Und wenn wir dann alles verkauft haben, dann schlagen wir noch die 200 von den Fröschen drauf. Und dann wissen wir, was sie an dem einen Tag verdient hat. So, ein schönes, teures Spielzeug. Ja. Na, eine Void-Kreatur. Booster. Dingsbums. Nun ja. Mal gucken, was die so einzeln bringen. 20. Naja, ich werde sie da die aufmachen lassen und dann gucken wir, was drin ist. Ein schönes, teures Spielzeug wäre natürlich hilfreich gewesen. Okay, jetzt geht sie wohl zu dem Park. Da müssen wir jetzt erstmal abwarten. Und ich hoffe, dass der Park schön schnell lädt. Gut. Hier wird für Kleinkind-Spieltreffen geworben. Okay, sehr gut. Ja, jetzt gucken wir erstmal, wie es dir so geht. Ja, ein bisschen müde, das denke ich mir. Da könntest du vielleicht erstmal ein Nickerchen machen. Nehmen wir hier eine Bank oder leg dich einfach mal hier zu einem kleinen Nickerchen. Na, sie geht lieber spielen. Ja, aber wenn du jetzt spielst, dann bist du irgendwie um, weißt du, Geier, um 5 oder 6 hundemüde und zu nichts mehr zu gebrauchen. Machst du lieber ein Mittagsschläfchen und ich verkaufe in der Zwischenzeit die Sachen. Das geht jetzt bestimmt noch nicht wieder, nein. Also, gucken wir mal. Oh, das ist nicht sehr ergiebig.
Dieses hier ist schon besser, 60. So. 210. Okay, die sollte sie auch aufmachen. Bei den Fossilien lohnt sich's meistens, die aufzumachen. Aber ich glaube, dazu muss sie wach sein. Da müssen wir also mit den Sachen nach ihrem Nickerchen warten. So. Ah ja, im Schlaf macht sie immerhin die Booster Packs auf. Oh, Stella für 55, das ist in Ordnung. So. Irrlicht für 5. Gut, das war jetzt weniger. Das ist immer ein bisschen wie eine Lotterie mit der Aufmacherei. Okay. Gut, schauen wir mal, was hier so passiert. Da schläft natürlich wieder einer. Ah, langsam kommen auch Kinder. Das ist gut hier. Und der rothaarige Typ ist wieder da. Jetzt dürfte sie gleich wach sein. Ah, und jetzt hat sie die aufgemacht. Der vollständig erhaltene Schnurrbart bringt 100. Und der gewaltige Trilobit leider nur 40. Jetzt nochmal Frösche züchten. Okay. Jetzt hat sie 3650. Also sie hat etwa 700 Simoleons gut gemacht. Obwohl sie keine teuren Spielzeuge hatte. Ich finde das ganz gut. Ja. Ich denke mal, ich lasse dich hier einfach mal machen, worauf du Lust hast. Wir machen vielleicht nochmal einen Screenshot. Der zeigt, wie du in deinem Bärenkostüm in dem Piratenpark bist. So. Denn das ist ja auch was Neues, dass du jetzt im Piratenpark bist, liebe Yara. So. Okay, kannst du einfach weitermachen. Aha. Brigitte Bieder lädt sie ein, zum Spielen rüberzukommen. Das machen wir gerade mal. Warum nicht? Ja, ich werde sie dann wohl am Schluss wieder zurückschicken, weil in dem Piratenpark gibt's nämlich ein Bett. Und das ist natürlich viel wert. Aber ich finde es schön, wenn jemand sie einlädt. Ah, okay. Ah, warte mal, die Frau, die war am Anfang immer schwanger. Und wahrscheinlich ist das Kind, was dabei entstanden ist. Das ist doch nett. Ja. Stell dich mal vor und mach mal hier Tag verschönern und mach hier ein von Herzen kommendes Kompliment. Und red mal über dein Lieblingstier. Na, das finde ich richtig nett. Und schwärme mal von Süßigkeiten. Hat sie ihr Spielzeug ausgepackt? Ja. Okay. Und du kannst auch mal mit ihm über Spielzeug sprechen. Und über deine Interessen reden. Jetzt gucken wir mal, ob die hier ein Kinderzimmer haben. Babywiege immer noch. Tja, die Zimmer richten sich nicht von selber neu ein, wenn da die Kinder geboren werden. Aber immerhin, ich finde das schon mal interessant, dass da, ja, dass neue Sims so richtig entstehen, die dann auch irgendwo wohnen. Aber man fragt sich, wo die dann schläft, des Nachts. Ein Spieltreffen. Okay, dauert noch 2,5 Stunden.
Bis dahin ist es aber ganz schön spät. Ob sie wohl zusammen mit ihr zu dem Piratenpark gehen kann? Ich versuch das mal. Nö, während des gesellschaftlichen Ereignisses kann sie das nicht. Aber hier ist es so langweilig. Dann beende ich das mal. Oh, es gibt was zu essen. Ach, sie darf hier bestimmt nicht essen. Ich guck jetzt mal, ob sie zum Essen eingeladen wird. Anscheinend nicht. Weißt du was, wir beenden das mal und fahren wieder zu dem Piratenspielplatz. Jo. Ich habe auch überlegt, ob ich die vielleicht mitnehme, aber dann... Naja, sie hat kein Bett. Dann kann die genauso gut auch mit zum Piratenspielplatz gehen. Mal gucken, ob man sie mitnehmen kann. Da ist sie ja. Also gut, kommst du mit. Ja, das finde ich schön. Dass sie jetzt auch eine Kinderfreundin hat, mit der sie sich trifft. Das ist ja fast wie in echt. Ja, dann sagt euch nochmal was Nettes. Zum Beispiel über Spielzeug reden und über euer Lieblingstier reden. Und dann hoffen wir mal, dass es hier was zu essen gibt. Jetzt müssen wir hier auch so eine Kühlbox kaufen. Na, hat jemand was gekocht? Tja. Jo. Ja, vielleicht hätte sie sich ein Lunchpaket machen können von dem Essen, was der Vater gekocht hat. Ja, Leute, kocht mal was. Nicht im Müll wühlen. Kochen. Grillen. Ob sie hier was? Einen Mixer engagieren. Naja, das ist ja wohl... Ja, du bist lustig. Machst hier Dreck und beklagst dich dann über den Dreck. Also wirklich. Und er sitzt hier auch wieder und spielt wahrscheinlich dann den Rest des Tages Schach. Tja. Essen, essen. Na, ich lasse dich jetzt erstmal aufs Klo gehen. Vielleicht kommt dann hier ein grillfreudiger Sims. Oh, dieser Piratenspielplatz wurde übrigens in der Sim Times vorgestellt, zusammen mit vier anderen Kleinkinderplätzen. Und da bin ich jetzt natürlich super, super stolz. Das ist das erste Mal, dass ein Bau von mir irgendwo vorgestellt wurde. Und die liebe Sunshine69 hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, was machen wir? Wir kaufen eine Kühlbox. Und wenn sie morgen Schule hat, hoffe ich, dass ich dran denke, dass ich ihr eine eigene Kühlbox kaufe. Denn, ja, dann kann sie die immer mitnehmen. Wo ist denn jetzt die Kühlbox? Hm? Ach so, das ist, Also nochmal. Kühlbox. Nein. Ich will nicht die, sondern die normalen Kühlbox. Jawohl. Wo stelle ich die hin? Da neben den Müll am besten. Ich hoffe, man kommt dann da dran. Mal gucken. So. Oder ich stelle sie hier hin.
da kommt man dann auf alle Fälle dran. Und man kommt auch an die anderen Sachen dran. Okay. Also, ihr Erwachsenen, ihr habt noch eine Chance, was zu grillen. Nö. Dann lasse ich sie hier mal eine schnelle Mahlzeit. Ess mal ein Müsli. Und dann ist gleich noch was hinterher. Ein Joghurt. Und ich guck mal, wenn sie hier in Inventar platzieren, ob das geht. Theoretisch geht das nicht. So. Okay. Das war jetzt noch ein Frosch. Das macht dann schon 800 Simoleons. Ja, ich finde, das ist ein ganz stolzer Tageslohn. Zumal für ein kleines Schulkind, Grundschulkind. Aber das schafft sie nur am Wochenende. An Schultagen schafft sie deutlich weniger. Okay, und schmeckt dir das, mein kleiner Bär? Jo, dann holst du dir jetzt noch eine Kleinigkeit. Okay. Jawohl, und wenn ich jetzt sag, in Inventar platzieren, das gibt gar nicht erst einen Auftrag. Naja, wie ich mir gedacht habe. Und jetzt hoffen wir mal das Beste, dass das Bett da oben frei ist. So. Ja, es ist frei. Na, dann leg dich doch mal zum Schlafen hin. Wir könnten ihr auch ein Zelt kaufen. Aber ich glaube, das Schlafen im Zelt ist nicht viel erholsamer als das Schlafen auf einer Bank. Insofern brauchst du eigentlich nicht unbedingt ein Zelt. Höchstens, wenn sie mal in Gegenden schlafen will, wo es nicht mal eine Bank gibt. Ich denke da mal drüber nach. Gut. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.